Beginnen wir erstmal mit den Teilen, die ihr schon kennen solltet. Der Diffusor, Welle mit einem Kugellager und dem Kompressorrad. Warum das jetzt hier so weiß ist, werdet ihr im nächsten Video erfahren. Das ist nämlich auch eine ganz interessante Geschichte. So, damit jetzt aber auch direkt zum ersten neuen Teil. Das ist hier der Wellentunnel mit der Ölversorgung, die hier über das Röhrchen aufgeteilt wird und zum hinteren Kugellager geleitet wird und zum vorderen Kugellager geleitet wird. Den eigentlichen Wellentunnel haben wir aus Aluminium aus einem Block gedreht und gefräst. Anschließend haben wir dann für das Ölsystem hier diese Messingröhrchen gebogen, verlötet und hier auch mit einem Gewinde versehen. Was bei diesem Entwurf jetzt ja anders ist, dass jetzt die Spritzröhrchen und die Ölröhrchen durch die Keilschaufeln des Diffusors gehen, sodass die dann nirgendwo mehr im Wege stehen. Die Welle wird einfach von hinten reingeschoben. Das ist nämlich hier der hintere Lagersitz. Sieht aber anders aus als letztes Mal. Den haben wir jetzt aus einem Stück gemacht. Zum Vergleich mal, hier sah das beim letzten Mal, war das aufgebaut. Hier hatten wir dieses, den Lagersitz und dann das Rohr hinten, was über Stator und Rotor kommt, separat gemacht. Das hatte aber den Nachteil, dass man dann hier immer so kleine Spalte gehabt hat und die waren nicht ideal. Also dachten wir uns, machen wir das einfach aus einem Stück. Genauer gesagt, wir haben es machen lassen. Anschließend haben wir die Befestigungslöcher reingebohrt, hier hinten mit dem Wellentunnel und außerhalb, wo das mit dem Gehäuse verschraubt wird. So, bevor wir das aber dran schrauben, noch zwei weitere neue Teile, die aber bekannt sein sollten. Und zwar sind das der Rotor und Stator. Das sind aber einfach die Teile aus der letzten Turbine, also aus der zweiten Version. Da wird hier so reingesetzt, der Stator. Mal zeigen. So. Jetzt so sieht das Ganze dann aus mit dem verschraubten Stator. Jetzt seht ihr hier im hinteren Lagersitz noch diesen Absatz. Der ist da, weil jetzt die Brennkammer mit dem, wie gesagt, mit diesem Teil hier verschraubt wird. Es wird hier angeflanscht und nicht mehr hier vorne wie bei der letzten Turbine. Das lässt uns noch ein bisschen besser die Abgase leiten. Ich hoffe, das ist im Fokus und dann können wir kurz gucken. Jetzt ein bisschen. So, dass das bei den Spaltmaßen schon deutlich besser ist als bei der alten Turbine. So, jetzt können wir das Ganze noch wieder ins Gehäuse einschrauben. Das ist nämlich auch jetzt, nicht fertiggestellt, aber noch fertig bearbeitet worden, soweit, dass man erstmal die Teile einschrauben kann. Jetzt hier von den Dimensionen vergleicht. Das war jetzt die alte Turbine. Das ist die neue. Ich denke, muss man nicht zu viel sagen, da sieht man schon ordentlichen Unterschied. Und vor allen Dingen sieht man hier auch jetzt deutlich, dass man hier überhaupt keinen Spalt mehr innen sieht. Das war ja bei der alten Turbine ganz anders. Und im nächsten Video erfahrt dann auch, warum der Kompressor so schrecklich weiß geworden ist.